Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, was ich so alles Neues an Mountainbike-Equipment habe. Und ja, wir machen so ein ganz easy Vlog-Format, nicht so studiomäßig aufgebaut heute, einfach mal locker, flockig aus der Hand sozusagen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, nach dem letzten Mountainbike-Equipment-Ausrüstungs-Update sind ja jetzt mittlerweile schon ein paar Monate vergangen. Ich habe hier ein paar neue Sachen. Die Cap ist übrigens alt. Die ist nicht neu. Das hier ist übrigens gar nicht spannend. Das ist eigentlich ist nur Red Bull drin. Aber wir haben einen Enduro-Rucksack, Trinkblase und einen neuen Helm. Und wie ihr ja mitbekommen habt, habe ich vor, öfter wieder fahren zu gehen. Und da man nicht immer Zeit hat, in den Park zu fahren, ist einfach auch so eine Enduro-Ausrüstung nicht verkehrt. Und deswegen habe ich so ein bisschen mein Enduro-Equipment upgegradet. Ich zeige euch aber auch noch ein paar andere Sachen, die ich auch noch neu habe. Ja, ein kleiner Kaffee darf natürlich nicht fehlen beim entspannten Unboxing und ich werde euch mal zeigen, wie man so einen Trinkdings-Rucksack irgendwie zusammenbaut, beziehungsweise wir machen das zusammen, weil ich das selber noch nie gemacht habe. Ich hole mal kurz alles hier hin und dann legen wir los. So Leute, ich glaube, was euch wahrscheinlich am meisten interessiert, ist tatsächlich der neue Helm. Und der neue Helm ist auch für mich somit das Wichtigste gewesen, um mal ein paar Touren zu Hause zu fahren. Weil der Helm, den ich bisher habe, den kennt ihr ja schon aus dem MTB-Ausrüstungsvideo von O'Neill, ist einfach unglaublich schwer, voll warm, gut halt für einen Bikepark, aber für Enduro-Fahren auf keinen Fall. Und ich wollte nicht auf den Fullface-Helm verzichten und deswegen habe ich mich für einen Helm entschieden, der auch Fullface ist, aber super leicht und echt, also du merkst den kaum, also ich merke den echt kaum auf dem Kopf im Gegensatz zu dem anderen. Super leicht, super luftdurchlässig und yes. Yes, und zwar ist es der IXS Trigger FF mit MIPS geworden. Und dieser Helm wiegt einfach nur 660 Gramm in der Version ML. Was auch super gut ist, ihr habt hier hinten so einen kleinen Verschluss, womit ihr die Größe noch anpassen könnt. Das finde ich mega, mega gut. Es gibt auch noch verschiedene Polster, die dabei sind, um auch noch ein bisschen die Größe anzupassen. Und so als Ersatz, ich habe jetzt hier die etwas größere, kleineren, also für einen größeren Kopf dabei drin. Es sind aber noch mehr dabei, ein paar größere, um hier das noch ein bisschen, falls ich irgendwann schaffe abzunehmen, ein bisschen enger zu machen. Finde ich auch eine coole Sache. Ansonsten ist hier halt so, ja, der war gar nicht mehr in der Tüte drin, weil ich habe das Vorführmodell genommen, weil alles andere irgendwie ausverkauft, im Moment echt Katastrophe. Ich habe auch ein bisschen mehr bezahlt für den, weil ich ihn im Laden geholt habe. Ich weiß, dass er im Moment bei Matschiak zum Beispiel günstiger ist. Ich habe aber, ja, habe nicht richtig nachgedacht und dachte so, komm, gehst in den Laden, holst ihn dir direkt. Und ich kann ihn einmal anziehen. Leute, er fühlt sich einfach an wie ein normaler Fahrradhelm. So. Magnetverschluss hier, Schnellverschluss, auch ziemlich cool, wie bei dem anderen, den ich habe auch. Den muss ich jetzt hier noch was enger ziehen. Und dann könnt ihr hier hinten halt einfach verstellen. Oh, vielleicht habe ich schon abgenommen. Ich überlege echt, die anderen Polster hier rein zu tun. Ja, also ich habe den angehabt, den Helm, und war eigentlich sofort überzeugt, weil er einfach ultra leicht ist. Fand ich echt geil und trotzdem halt Fullface, weil ich einfach auf den Fullface-Schutz nicht verzichten möchte. Deswegen halt trotzdem Fullface-Helm, aber wie gesagt, bei den Helmen, er fühlt sich an wie ein normaler Helm und da gibt es eigentlich gar keine Ausrede mehr, irgendwie keinen Fullface-Helm zu tragen. Also wirklich nicht. Im Parks würde ich trotzdem noch den anderen anziehen, weil er einfach ein bisschen massiver ist, ein bisschen mehr Schutz vielleicht bietet. Aber vielleicht ist es auch nur mein Gefühl und der ist eigentlich viel besser. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr euch da ein bisschen besser
auskennt. Und jetzt zeige ich euch den Rucksack und sage euch auch, warum ich mich für den Rucksack entschieden habe. So, der Rucksack ist tatsächlich von Cube. Der hat auch so ein Rückenpolster mit drin, aber da würde ich mich jetzt nicht so sehr drauf verlassen. Hier steht zum Beispiel mit drin, dass er sogar eine Notfallpfeife hat. Die habe ich bisher noch nicht gefunden, aber naja. Ansonsten hat sie halt einen guten Verschluss, gute Reißverschlüsse. Es war mir wichtig, dass da halt kein Equipment rausfällt, weil ich halt gerne noch mal eine Drohne und so mitnehme. Dass halt auf jeden Fall auch so ein Trinkbeutel reinpasst. Ich habe mir jetzt einen 2-Liter Trinkbeutel geholt von Deuter. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ding funktioniert. Ich habe noch gar keinen Plan. Ich werde mir das später mal reinziehen. So sieht das Ding aus. Kann dann hier oben eingehakt werden. Und ja, wir werden das später mal abchecken, weil ich gehe nachher noch eine Runde Enduro fahren, sehr wahrscheinlich mit dem Emil zusammen. Und da werde ich dann das ganze neue Zeug mal testen. Also, so, hier ist einmal das Rückenteil polstert und auch verstärkt drin. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Rückenpanzer ist oder sowas. Ich denke mal, es passt einfach nur gut. Was mir besonders wichtig war, ist, dass hier an der Brust ein Verschluss ist. Und hier unten. Weil es gab zum Beispiel von Camelback, heißt glaube ich Camelback, auch einen, der war auch ein bisschen günstiger. Der hat jetzt 50 Euro gekostet. Und der von Camelback war schon mit Trinkflasche irgendwie 70 Euro oder 75. Und ich habe dann ein bisschen mehr ausgegeben, weil ich beides einzeln gekauft habe, aber nur 5 oder 10 Euro. Aber hier passt einfach mehr rein. Das war mir besonders wichtig. Ja, und halt, wie schon beschrieben, der Verschluss ist halt auch ein bisschen geiler, ne? Weil einfach dann das Ding nicht wegbounced unten oder oben, sondern es ist einfach beides fest. Und das war einfach eine gute Sache. Dann haben wir hier so eine Kappe drauf. Und dann beißt man. Man beißt wohl irgendwie da drauf und kann dann draus trinken. Ich werde das gleich mal hier versuchen einzubauen. Und hier ist halt dieses 2-Liter-Ding. Zu 2 Liter dachte ich, wird schon ausreichen, weil 2 Liter trinke ich, ja, da brauche ich schon den ganzen Tag im Bikepark, dass ich mehr als 2 Liter trinke. Und ja, ich zeige euch jetzt aber mal den Rucksack noch von innen. So, hier habt ihr, what to do, who is calling, what happened. Da ist einfach so eine Anleitung drin, wie man auf sich aufmerksam macht und wie man hilft, wenn irgendwas passiert. Das finde ich natürlich krass. Auf jeden Fall, hier hinten kommt halt wahrscheinlich dann die Flasche rein, also das Wasser. Hier sind auch so kleine Fächer für Werkzeug, finde ich auch gut. Dann hier eins, wo man ein bisschen Geld reintun kann. Und in das ganze Ding, wenn man es dann zuklappt, passt halt locker noch meine Drohne mit rein. Und das war mir einfach wichtig, dass zumindest die Drohne mit reinpasst. Ich muss ja nicht so viel Kamera-Equipment mitnehmen, weil ich ja keine große Cam mitnehme, wenn ich fahren gehe, weil ich ja meistens alles mit dem Handy aufnehme. Aber ja, also die Drohne war schon praktisch, gerade so Enduro. Oder, oh Leute. Die Pfeife funktioniert jetzt semi-gut, aber guck mal, hier ist einfach diese Pfeife im Verschluss drin. Krass, funktioniert. Das ist wirklich eine coole Sache, gefällt mir persönlich echt gut. Das scheint durchdacht zu sein und sowas, so Produkte feiere ich immer. Übrigens alles unbezahlte Werbung. Ich habe alles selber gekauft, Sponsoren gibt es noch nicht. Und ja, aber ich habe noch ein paar Sachen mehr bekommen. Ich baue jetzt gleich mal kurz das Ding ein und dann zeige ich euch noch die anderen Sachen. So, und der andere Kram ist eigentlich alles so ein bisschen Kleinkram. Ich hoffe, es ist jetzt nicht alles irgendwie in der Wäsche gerade oder so. So, eine neue Sache, Update, eigentlich war das so Streaming-Hintergrund gedacht. Und zwar hier als ein Red Bull-Kühlschrank. Hier ist noch so ein Plakat vom Gravity Cup. Das ist irgendwie ein altes, das hat der Thomas mir überlassen. Und ja, den Red Bull-Kühlschrank, den habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ist auch schon ein paar Jahre her. So, was habe ich Neues? Und zwar, vielleicht habt ihr das schon in einem Video gesehen,
Aber das habe ich noch nicht gezeigt. Ein Shirt von Riot Gang mit meinem Namen drauf. Das hat der Thomas mir auch geschenkt, so mega lieb. Dankeschön nochmal dafür. Ist bisher nicht so oft getragen. Ich bin immer so, wenn ich Sachen voll gerne mag und Sachen ja so zu schätzen weiß, dann trage ich die nicht so gerne, weil ich Angst habe, die zu verbrauchen. Ist so ein bisschen doof, aber naja, ist so eine komische Angewohnheit, ich weiß auch nicht. Und eine Mountainbike Short, die habe ich schon mal einmal angehabt in einem Video mit dem Marc zusammen von Cycold. So. Ist keine krasse Mountainbike-Hose, da war noch so ein komisches Polster dabei. Diese Polsterhose habe ich noch gar nicht benutzt. Ist halt so mit so einem Booty und Eier-Polster. Aber danke nochmal an Cycold für diese Hose. Die haben die mir einfach zugeschickt, wollten, dass ich die mal teste und wenn ich die mag, dass ich sie mal erwähne in einem Video. Und ich finde halt, die haben mir die einfach so zugeschickt, ohne irgendwas zu erwarten. Ich finde, dann kann man mal kurz was sagen. Also kurze hier, Standard, kennt ihr von vielen Mountainbike-Hosen und Shorts, könnt ihr jetzt halt die Größe richtig schön eng machen. Und hier aus einem Stoff, der so ein bisschen Stretch ist, das finde ich auch immer gut, wenn es so ein bisschen stretchy ist. Und viele Verschlüsse mit Reißverschluss. Ist mir immer wichtig, Verschlüsse mit Reißverschluss zu haben, weil wenn ich in einen Bikepark fahre oder sowas, dann habe ich einen Autoschlüssel zum Beispiel dabei und die Keycard und mein Handy, vielleicht noch einen Ersatzakku. Und wenn ich dann einen Reißverschluss habe, der zum Beispiel kaputt geht oder gar keinen Reißverschluss anhat, dann ist halt irgendwie problematisch. Ihr kennt das ja, ich ziehe ja immer meine Socken so hoch. Das mache ich nicht nur, weil es irgendwie Style-Gründe hat oder so, sondern weil ich so ein bisschen meine Beine einfach schützen will. Und deswegen ziehe ich die halt dann so hoch. Mit den zwei verschiedenen farbigen Socken, was damit auf sich hat, ist einfach so ein bisschen, ich habe letztens in meiner Instagram-Story drin, so ein bisschen Glücksbringer-Denken. Und Thomas hat dann auch gesagt, es ist so Anti-Rassismus-Statement. Tragen Schwarz und Weiß zusammen. Und die beiden Sachen in Kombi finde ich auf jeden Fall cool. Wenn wir uns mal sehen sollten in irgendeinem Bikepark oder so und ihr habt zwei verschiedene Paar Socken an, dann weiß ich Bescheid, Leute, Statement gesetzt. So, ich werde jetzt mal dem Emil schreiben, wann wir uns treffen wollen. Und dann geht's gleich ab auf eine kleine Enduro-Tour. Leute, mit Emil ist alles klar. Wir fahren wahrscheinlich nur eine kleine, entspannte Enduro-Tour. Ich will die Sachen so ein bisschen testen und nehme euch natürlich mit auf der GoPro, so wie immer. Ich werde mich jetzt gemütlich umziehen und dann geht's gleich ab auf den Trail. So, alles ready. GoPro am Start. Ich wollte euch einmal kurz zeigen, wie alles hier reinpasst. Ich habe jetzt hier so Kleinigkeiten, dann hier ein bisschen Werkzeug drin, Drohne, Fernbedienung. Eine Sache habe ich noch vergessen. Ihr seht, ihr wisst, was das heißt. Ich muss noch eine weiße Socke suchen. Ich mache das übrigens nicht immer so, dass ich nur einfach eine Socke noch suchen muss, sondern meistens ist es so, dass direkt schwarz und weiß zusammen ist. Also im Normalfall sind die einfach nicht sortiert. So Leute, wir sind jetzt hier hochgeradelt